Hey Doc, Ja, Tim. ich hätte da mal eine Frage. Was hast du denn? Wie benutzt man denn eigentlich einen Defibrillator? Okay, da ist ja gut, dass wir hier ein Übungsgerät da haben. Kann ich dir gleich zeigen. Pass auf, machen wir auf und dann hören wir mal, was er sagt. Erwachsenenmodus. Falls der Patient nicht ansprechbar ist und nicht atmet, Hallo, hallo? entfernen Sie alle Kleidungsstücke von der Brust des Patienten. Ich Entfernen Sie frei. die rechteckige Verpackung vom AED-Gerät. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Pads. Entfernen Sie die Pads von der blauen Folie und kleben Sie sie wie dargestellt oben auf die rechte Brust und an die linke Körperseite. Linke Körperseite Entfernen Sie die Pads von der und blauen rechte Folie Brust. und kleben Sie sie wie dargestellt oben auf die rechte Brust und an die linke Körperseite. Das sieht man ganz gut. Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen den Pads und dem AED-Gerät. Berühren Sie nicht den Patienten. Herzrhythmus wird analysiert. Berühren Sie nicht den Patienten. Elektroschock empfohlen. Lade. Berühren Sie nicht den Das hält Patienten. ja. Drücken Sie die blinkende Taste. Elektroschock abgegeben. Patient kann jetzt berührt werden. Starten Sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Erstmal beatmen. Nase zu. Dann Massage. Setzen Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung fort. Das ist ziemlich lang. Wichtig ist der schnelle Rhythmus. Herz-Lungen-Wiederbelebung fort. Du musst immer nur tun, was das Gerät sagt. Und dann ist besser, wenn man zu zweit ist. Setzen Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung fort. Damit man sich dazwischen mal abwechseln kann. Setzen Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung fort. Bald weitergehen. Hey Doc, wie lange muss man das eigentlich machen? Bis die Maschine sagt, noch fünfmal. Jetzt ist gut. Eins. Berühren Sie nicht den Patienten. Herzrhythmus wird analysiert. Berühren Sie nicht den Patienten. Herzrhythmus wird analysiert. Berühren Sie nicht den Patienten. Kein Schock abgegeben. Patient kann jetzt berührt werden. Starten Sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. So, und jetzt würdest du praktisch weitermachen und dann kommt er hoffentlich schnell wieder ins Leben. Danke, Doc. You're welcome.